Hallo Freunde des Stromausfalls. Ja, heute gibt es mal ein ganz kurzes Video zur Kommunikation im Blackout. Ist ja eine schwierige Sache, weil nichts funktioniert mehr. Alle Handys sind tot, Internet ist tot, Telefon ist tot, die Funknetze sind alle tot, weil kommt kein Strom mehr. Und ja, die jungen Leute sind alle daran gewöhnt, dass sie alle ihr Smartphone heutzutage immer benutzen können. Das funktioniert dann auch nicht. Deswegen ist es ganz günstig, wenn man noch irgendwelche älteren Funkgeräte zu Hause zu liegen hat, mit denen vielleicht die Kinder irgendwann mal früher rumgespielt haben oder was man so in den 90ern mal billig gekauft hat, als die Dinger preiswert auf den Markt kamen. Ja, heute geht es eigentlich um die sogenannte Dreierregel. Dreierregel, ist eine ganz wichtige Sache, weil jeder, der so ein kleines Funkgerät zu Hause hat, und im Stromausfall dann anfängt, wild rum zu funken und zu gucken, wo ist jemand, wo kann ich jemanden erreichen. Bei dem wird dann ruckzuck die Batterie alle sein. Ja, und um das zu vermeiden, dafür gibt es die berühmte Dreierregel. Und zwar funkt man immer auf Kanal Nummer 3. Ich habe hier jetzt so ein PMR-Funkgerät, die gibt es für 10 Euro im Versand oder sonst wo. PMR, Private Mobile Radio. Und läuft normalerweise auf 8 Kanälen, manche haben auch 16 Kanäle auf 446 MHz. Und da stellt ihr bitte immer Kanal Nummer 3 ein. Und alle 3 Stunden, immer zur vollen Stunde, wird dann gefunkt. Wenn ihr in einem Dorf wohnt oder in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt, könnt ihr dann versuchen, jemanden zu erreichen. Also Mitternacht, 3 Uhr früh, 6 Uhr früh, 9 Uhr früh, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr und wieder Mitternacht, alle 3 Stunden. Und die dritte 3, das sind die 3 Minuten, maximal 3 Minuten funken, immer nach der dritten vollen Stunde, weil sonst sind die Batterien schnell alle. Darum geht's. Ja, so kann man das nämlich koordinieren. Viele haben ja diese kleinen Geräte, PMR. Andere Variante ist natürlich CB-Funk. So ein Gerät habe ich jetzt leider nicht hier, weil die sind doch teuer. Kriegt man, glaube ich, nicht unter 120 Euro. Kann mich erinnern, in den 90ern haben viele noch ein CB-Funkgerät in ihrem PKW gehabt. Hätte ich mir damals mal auch kaufen sollen. Ja, und beim CB-Funk natürlich dann auch auf Kanal Nummer 3. Kanal Nummer 3 ist immer der Prepper-Kanal auf allen freien Frequenzen, die es gibt. So gibt er dieses PMR, das ist das, Private Mobile Radio, dann den CB-Funk. Wofür steht eigentlich die Abkürzung CB? Ich habe keine Ahnung. Das geht, glaube ich, so 24, auf 27 MHz. Dann gibt es noch den LPD-Funk, Low Power Device. Die sind, glaube ich, auf 433 bis 434 MHz freier Bereich. Und dann gibt es noch das Freenet auf 149 MHz. Das hat irgendwie Motorola mal vor 20 Jahren oder so freigeben lassen. Verstehe ich auch nicht. Aber die Geräte hat kaum jemand. Also am gebräuchlichsten sind immer noch CB-Funkgeräte und die kleinen PMR-Geräte, die in vielen Wohnungen noch rumliegen und benutzt, weil auch vor 20 Jahren haben die noch viele Leute im Urlaub benutzt, das heißt vor 10 Jahren auch. Ich kann mich erinnern, also vor 10 Jahren auf dem Zeltplatz, wenn man da so ein Gerät hatte und rumgefunkt hat, da waren alle Frequenzen belegt. Macht aber keiner mehr, weil mittlerweile alle ihre Smartphones haben. Ja, die Dreierregel. Also ganz wichtig, immer alle 3 Stunden. In der Nacht um 3 wird wahrscheinlich keiner funken, aber morgens um 6 geht es dann los. Macht da bitte Punkt 6 Uhr. Die meisten haben ja noch eine Digitaluhr. Ich habe eine, die läuft seit 25 Jahren mit Solarenergie. Hat eine Abweichung von 2, 3 Sekunden im Monat. Ist super. Also deswegen habt ihr dann, ja gut, viele junge Leute haben heutzutage keine Armbanduhr mehr. Nee, also schon wichtig, eine Armbanduhr zu haben, besonders eine mit Solarantrieb, die läuft ein Leben lang. Und dann könnt ihr mal genau gucken, weil man guckt ja immer aufs Smartphone heute meistens, wie spät es ist. Und ja, wenn die Smartphones dann alle tot sind, keinen Strom mehr haben, dann wissen die Leute nicht mal mehr, wie spät es ist. Ja, also kauft euch eine Armbanduhr, ganz wichtig. Die Batterien da drin, die laufen ja dann wenigstens auch 1, 2 Jahre oder sogar noch länger, wenn es eine normale Armbanduhr ist. Dann wisst ihr wenigstens, wie spät es ist. Oder Funkwecker haben ja auch viele zu Hause. Na gut, also da um die Zeit soll es jetzt nicht gehen, aber wie gesagt, dann stellt morgens um 6 mal das Gerät an, das Funkgerät, macht den Kanal 3 rein, je nachdem, welchen freien Funkbereich ihr benutzt. Kanal 3 ist immer der Prepper-Kanal und dann wird für 3 Minuten gehorcht. Wenn sich keiner meldet, dann sendet ihr selber mal, wenn ihr in einer Notsituation seid oder Fragen. Ja, wie gesagt, oder ja, in einer richtigen Notsituation dann natürlich mit Mayday, Mayday, das ist ja international anerkannt. Und ja, dann könnt ihr schauen, ob jemand antwortet. Genau, ja, das war die Dreierregel. Also alle 3 Stunden
für 3 Minuten maximal, damit die 3 Minuten sind wichtig, damit die Batterien nicht alle sind und immer auf Kanal 3. Ja, das ist die berühmte Dreierregel. So, wisst ihr Bescheid? Das kann man sich ganz gut merken, die Dreierregel. Wenn wirklich der Strom weg ist, hat man ja auch meistens keine Unterlagen mehr, wo man schauen kann, was ist die Dreierregel. Aber die ist so einfach, dass man sie sich gut merken kann. Ja, kauft euch wirklich diese kleinen Dinger. Ich setze nochmal einen Haufen Amazon-Links rein. Da sind auch das ist ein preiswertes PMR-Funkgerät, also paarweise mit dabei, weil es ist wirklich praktisch. In der Stadt kommt da ein paar hundert Meter weiter mit, auf dem Lande bei freier Sicht. Ich habe schon bis 5 Kilometer geschafft, vom Brocken zum Wurmberg rüber, das geht. Oder für alle, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen, hier das Baofeng UV9R oder so ähnlich heißt das. Ich habe jetzt keine Brille auf. Gibt es für 40 Euro bei Amazon. Und da könnt ihr außer CB-Funk, CB-Funkfrequenzen sind leider nicht drin, 27 MHz, so tief gehen die Frequenzen hier nicht runter, aber die anderen Frequenzbereiche, inklusive Amateurfunk, wenn ihr eine Lizenz habt, könnt ihr natürlich im Amateurfunkbereich dann auch senden. Und das heißt, senden darf man eigentlich nicht ohne Amateurfunklizenz mit dem Gerät, weil das so ziemlich hohe Sendeleistung schon hat, aber im Notfall, wie gesagt, interessiert das ja auch keinen. Und da seid ihr dann ganz gut aufgestellt, wenn ihr sowas zu Hause zu liegen habt. Gut, ja, das war's.